Glaubt ihr an Gott? Nee, leider nicht. Darf ich fragen, warum? Was wäre euer Gründe, gegen einen Schöpfer zu sein? Also die Frage ist doch eher, was sind die Gründe für einen Schöpfer zu sein? Also kann ich dir gerne nennen. Ja, dann hau raus. Okay. Kennst du das kosmologische Gottesbeweis? Nee. Das kosmologische Gottesbeweis sagt, aus drei... Der Beweis? Aus drei Prämissen. Erste Prämisse ist, jede Sache, die zu existieren begann, hat eine Ursache. Das heißt, dieses Handy begann zu existieren, hat eine Ursache. Richtig? Weiß ich nicht. Also dieses Handy ist nicht aus... Hat es eine Ursache oder hat es keine Ursache? Hat eine Ursache. Was wäre für dieses Handy eine Erklärung? Dass jemand gemacht hat. Richtig? Also du glaubst ja nicht, dass das Handy... Genau, die Erklärung ist, dass jemand verursacht hat, oder? Genau. Und die zweite Prämisse ist, das heißt, jede Sache, die wir in der Welt haben, das heißt, hat eine Ursache. Das heißt, aus nichts entsteht nichts. Richtig? Aus nichts entsteht nichts. Ja. Das heißt, ich kann dir nicht sagen, ich gebe dir ein bisschen nichts, ich gebe dir noch mal ein bisschen nichts. Das ist unlogisch. Es ist an sich natürlich eine unlogische Aussage, ja? Genau. Und dann können wir sehen, das Universum hat begonnen zu existieren. Die zweite Prämisse. Deine Flasche Bier hat begonnen zu existieren, hat eine Ursache. Genau. Und das Universum hat auch begonnen zu existieren. Das Universum war nicht da, immer. Aber wann, die große Frage ist, wann hat sie zu existieren? Das spielt keine Rolle. Aber das wäre doch interessant. Wann hat das Universum zu existieren? Der hat einen bestimmten Zeitpunkt gehabt. Man kann ja wissenschaftlich sagen, 13 Millionen, irgendwas. Oder Milliarden. Aber es hat eine bestimmte Zeit gehabt, dass es begonnen hat zu existieren. Wer war der Verursacher? Die Frage ist, also... Die beste Erklärung ist, braucht es einen Verursacher? Braucht es eine höhere Macht, die sagt, ich lasse das Universum beginnen zu existieren? Oder ist es einfach passiert? Aus einer Kette von Zufällen, die vielleicht auf den ersten Blick unrealistisch erscheinen? Oder aus 13 Millionen oder vielleicht auch 13 Milliarden oder 6 Milliarden Jahren, je nachdem, wie sich die wissenschaftliche Gemeinschaft einig ist, dass es Universum angefangen hat zu existieren, aufgrund diverser Berechnungen, zum Beispiel Hintergrundstrahlen, da gibt es ja relativ viele. Aber kannst du, wenn wir sagen, das Universum ist von Zeit und Raum abhängig, genau wie dieses Handy kann nicht aus Zufall entstehen, wie kann das Universum, der jetzt von Zeit und Raum abhängig ist, aus Zufall entstehen? Das ist sehr gewagt. Verstehst du meinen Gedanken? Ich verstehe den Gedanken generell. Ich meine, ein Handy, das ist ja wirklich, also ich finde, das sind ja zwei Sachen, die man nicht wirklich vergleichen kann. Ein Handy wird alles, es irgendwie... Ich verstehe das Konzept generell, ne? Aber ich meine, das Handy wird ja letztendlich gebaut von einer Firma, die meint, dass es, ich meine, in deinem Fall ist es ein iPhone, dass sich die Firma Apple sagt, hier, wir sitzen hier in Kalifornien, wir meinen, es muss jetzt dieses Handy gebaut werden an diese Stückzahl, weil wir haben die Nachfrage, wir haben Leute, die sagen, hey, wir wollen dieses Handy kaufen, wir haben da Bock drauf. Dann wird es in Auftrag gegeben, dann werden irgendwelche Firmen in Fernost gesagt, keine Ahnung, ihr baut jetzt dieses Handy, macht das, wir bringen es in den Verkehr und es ist aufgrund von Nachfrage entstanden. So, und ehrlicherweise, das Universum, ich bin bei Gott kein theoretischer Astrophysiker, wirklich nicht. Aber von dem, was mein wissenschaftlicher Horizont hergibt, sage ich, ich finde es absolut realistisch, dass aufgrund von diverser, zufälliger Kette von Ereignissen dieses Universum entstanden ist. Du meinst die Unendlichkeit, dass ein Universum auch von einem zweiten Universum... Nee, das hat gerade mit Unendlichkeit gar nichts zu tun. Okay. Aber dass das Universum aufgrund unterschiedlicher Verkettung von Umständen einfach entstanden ist, das ist unrealistisch, aber ehrlicherweise, ich meine, wenn man sich mal umschaut, ich meine... Dass die Menschheit so existiert, wie sie existiert, ist auch letztendlich eine Verkettung von irgendwelchen Umständen, dass man sich so weit hin evolutioniert hat, dass wir jetzt hier sowas bauen, den Dom bauen, eine Stadt. Aber ist das einfach aus Zufall? Ja. Also Zufall, das heißt, Zufall wenn und Evolution. Evolution ist meine Meinung tatsächlich. Ja. Also glaubst du, dass es... Aber was war vor Evolution dann da? Was meinst du mit was war vor Evolution? Also ist nicht, Evolution ist die Entstehung von allem irgendwie Evolution?
also die Evolutionstheorie, wie man das kennt und versteht, ist halt der Prozess. Er erklärt dir den Prozess, aber nicht der Ursprung. Ich rede ja von den Ursprüngen. Da könnte man reden über den Urknall. Aber was war vor dem Urknall und wie hat sich der Urknall, der aus nichts ist, kommt sowas, also es ist genauso, wenn ich jetzt mein Handy da gegen Kölner Dom schmeiße, dann entsteht irgendwie eine zweite Universum. Ist unwahrscheinlich. Das ist, weil das... Es ist unwahrscheinlich, aber wahrscheinlich, also weil, es könnte im Rahmen dieser Unwahrscheinlichkeitstheorie wahrscheinlich zu 0,000000 entstehen. Ja. Das heißt, wir müssen so viel Glück haben, dass es entsteht. Ja. Und wie oft, wie wahrscheinlich ist das, dass wir so viel Glück haben, dass so ein Universum entsteht? Sehr glücklich. Tatsächlich. Also, ja, es hat sehr viel mit Glück zu tun. Es hat sehr viel mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Es ist offensichtlich... Möglich würde ich nicht sagen. Ich meine, offensichtlich, wir stehen ja hier. Also, aber es ist persönlich unlogisch. Weißt du, warum? Warum ist es unlogisch? Erzähl mir, warum es unlogisch ist. Also, zum Beispiel, warum sage ich, dass es unlogisch ist? Weil ich kann ja nicht sagen... dass es einen viereckigen Kreis gibt. Das ist unlogisch. Oder ein verheirateter... Definition eines Körpers ohne Ecken. Genau. Das ist eine ganz klassische Definition eines geometrischen Körpers. Das ist ein logischer Fehlschluss. Und genau wie wir das übertragen können, sagen wir wieder das Handy oder deine Flasche, unmöglich, dass es aus nichts entsteht. Das kann nicht sein, dass dieses Handy aus oder kann sein, in deinen Garten springt ein Pferd auf und dann kommt ein Dinosaurier. Das ist aus nichts, aus Zufall. Das glaubst du ja nicht. Das war auch schon okay. Letztendlich sagt ja die Wissenschaft, dass aus zum Beispiel verschiedenen Energien letztendlich Atome entstehen können, Protonen entstehen können, Neutronen entstehen können, Elektronen entstehen können, einfach aus sehr viel Energie. Energie war da. Materie erschaffen wird. Okay, dann würdest du sagen, vor der Urknall war Energie da, oder? Verstehe ich das richtig? Weil es muss schon was da sein. Ich sage das, das ist Gott. Theoretische Physik, tatsächlich, das sind wirklich auch Menschen, die sind Experten und Expertinnen in diesem Bereich. Die können sich damit aus. Ich meine, ich bin ein einfacher Bürger. So. Ich habe nur Bücher gelesen, mehr nicht. Ich bin kein Wissenschaftler. Also ich halte sehr viel von Wissenschaft. Ich halte auch sehr viel vom Glauben. Ich meine, also jeder kann wirklich seinen Glauben auch ausleben. Absolut. Im Rahmen, den er den oder der es jetzt möchte, vollkommen in Ordnung. Ne? Aber meine persönliche Meinung ist einfach, dass man ist wissenschaftlich geprägt. Also ich bin persönlich wissenschaftlich geprägt. Ich auch. Ich rede ja wissenschaftlich. Genau. Dass jede Sache, Wissenschaft sagt ja nicht, dass das Handy aus Zufall entsteht. Nein, aber da muss man auch ganz ehrlich sagen, weil es gibt Angebot und Nachfrage, es gibt Ressourcen und jemand baut das. Und ne? Wissenschaft und dann sagt auch, dass das die Welt begonnen hat oder das Universum begonnen hat zu existieren. Ja. Okay, das gehe ich auch mit. Also ich habe nie gesagt, ich bin gegen Wissenschaft. Ich sage, wie Albert Einstein sagt, Religion ohne Wissenschaft ist blind. Und wenn jemand an Gott glaubt, aber Wissenschaft auf Seite legt, dann hat er nicht verstanden, meiner Meinung nach. Und ich... Beruhe mich sehr auf Wissenschaft. Jeder kann das ja gerne so machen, wie er möchte. Absolut. Aber was ist plausibel, die Frage? Genau, jeder kann auch an die Religion glauben und an Wissenschaft. Das ist ja für mich total common. Genau. Wenn man halt sagt, man stellt sich dann an die Spitze und sagt, ich glaube nicht an die Wissenschaft und glaube an eine Religion, ich glaube nur an meinen eigenen Glauben, dann denke ich mir so, man muss auch die Fakten betrachten. Und aber der Fakt sagt, wie ich sage, aus nichts entsteht nichts und das Universum... Was ist denn letztendlich dieser Fakt? Also... Worauf? Dass es die beste Erklärung ist, dass jemand gibt, der unabhängig ist, außerhalb von Raum und Zeit, der notwendig ist, der das in Dasein gebracht hat. Das ist die beste Erklärung. Aber das ist plausibel. Es mag plausibel sein, aber ganz ehrlich, basiert nicht Religion auf sehr vielen, für mich ist das plausibel. An Gott glaube. Genau, aber ist nicht sehr oft, dass man sagt, das ist für mich plausibel. Ist das nicht der Grund für sehr viele Religionen, dass man sagt, ich verstehe diesen großen wissenschaftlichen Kontext dahinter nicht, den ich auch nicht verstehe, aber dass man sich dann in diesem Kasten, in diesem Bereich sagt, so, ja, für mich klingt das plausibel, das ist das, was Religion mir erklärt, dass das Universum aufgrund göttlicher Kraft entstanden ist, für mich klingt das plausibel, das mag ja plausibel klingen für viele Leute und ich will das auch gar nicht sagen, dass das irgendwie uncool sei und das ist auch total in Ordnung. Ne? Aber Wissenschaft funktioniert auch nicht anders.
wie man Tourismus. Okay. Du willst, also, woher, kannst du mir beweisen? Also Wissenschaft funktioniert ja nicht so, dass jemand, der sagt so, ja, das ist so und das klingt plausibel. Wissenschaft basiert ja darauf, dass man Theorien aufstellt, Hypothesen aufstellt und man aufgrund dieser Hypothesen Experimente macht. Wie? Und diese Experimente dann entweder das bestätigen, was man als Hypothese hat, oder sie widerlegt. Mhm. So, das ist ja letztendlich Wissenschaft. Und man nicht sagt, okay, jemand stellt eine Theorie auf und sagt, ach ja, guck mal, nee, das klingt plausibel. Nee, das ist voll okay. Ja, daran glaube ich jetzt. So, das ist ja nicht Wissenschaft. Letztendlich ist ja Wissenschaft wirklich, jemand hat eine Hypothese und dann werden Experimente gemacht, um diese Hypothese entweder zu bestätigen und zu widerlegen. Und ehrlich gesagt funktioniert ja Wissenschaft so seit Jahrhunderten. Und ja, das hat uns ja auch das gebracht, warum wir hier sind. Ich meine, ehrlicherweise der Kölner Dom, so, das ist ja was? Dieser Torbogen, weißt du? Jemand hat sich überlegt, Statik. Also wir können jetzt diesen Torbogen so bauen, wie der ist, weiß ich nicht, 5 Meter Breite. Wir können gucken, bricht er zusammen oder bricht er nicht zusammen? Und jemand sagt so, nee, also wenn wir den Bogen so bauen, dann bricht er nicht zusammen. Und du baust das Ding und denkst dir so, nee, das funktioniert. Dann glaube ich da nicht dran, sondern ist es so, nee, also Statik sagt mir, das wird so funktionieren. Und turns out, es funktioniert. Damit ist meine Hypothese bestätigt, dass ich sage so, wenn ich den Torbogen so baue, diesen Fensterbogen so baue, diesen Sturz so baue, dann klappt das. Und das klappt. Und das Ding steht hier seit Hunderten von Jahren. Aber ganz gut. Dann ist das Wissenschaft. Dann ist das nicht Glauben. Ja, aber, wir brauchen das mal so hin. Wir glauben mal dran. Guck mal, was meine ich hier? Wir glauben ja, es gibt Zeugenaussage. Wir glauben ja, dass Gott Propheten gesandt hat. Und das sind Leute, die prophetische Sachen gesagt haben, die eins zu eins getroffen haben. Das sind Schriften. Bei dem Wissenschaft, welche jetzt kommt. Kurzer Einwurf. Was sind diese Prophetenaktionen, wo man sagt, die haben was gesagt und das ist dann so eingetreten, Beispiel, dass es getroffen ist. Wie der Messias leiden wird. Zum Beispiel, da wusste ja niemand von. Wir haben auch Qumran-Schriften, der Prophet Jesaja sagt, wie der Messias kommen wird und leiden wird. Jesaja 53. Und das trifft sich in 700 Jahre genau das, was für Jesus Christus trifft. Und dann haben die Leute, Wissenschaftler, gesagt, ja, wir haben keine Schriften von Jesaja, die vor Jesus sind. Die Christen haben wahrscheinlich manipuliert, dass es angepasst haben, bis ein junger Mann namens Mohammed, Moslem, in Israel einen Stein in eine Hülle werft und hört er so was, Glas zerbrecht. Und dann finden die genau die Schriften von Jesaja, die 100 vor Jesus sind. Und die haben sich genau das bestätigt, was wir heute in der Bibel haben. Das heißt, das könnte unlogisch sein zu sagen, die haben manipuliert, weil das schon 100 vor Christus die Schriften nachweisbar sind. Das wäre eine Sache. Beim Wissenschaft, kannst du mir beweisen, kannst du mir beweisen, dass deine Urvater oder Urmutter deine Mutter ist? Also deine Oma ist. Das ist natürlich ein heikles Thema, weil ich meine Großeltern nie kennengelernt habe. Aber wenn die da sind. Also die sind verstorben, bevor ich auf der Welt war. Deswegen kann ich das so nicht sagen. Dass deine Mutter deine Mutter ist. Ganz schwierig. Hast du Mutter oder Vater? Ich hatte sich Mutter und Vater, ja. Genau. Kannst du mir nachweisen, dass deine Mutter ist? Oder wenn man ein Bild von dir, wie heißt du? Peter. Wenn man ein Bild von dir hat, das ist der kleine Peter, kannst du mir nachweisen, dass du das bist? Na, ich meine, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann man sagen, na gut, optisch gesehen wird diese Person auf dem, welches Jahr? Baby. 5 Jahre, 1 Jahr, 2 Jahre, man kann gewisse Gesichter erkennen. Wenn du es darauf anlegst, natürlich lässt sich genetisch nachweisen, dass diese Person damals... Was macht er? Der Wissenschaftler prüft das und du kannst aber selber nicht prüfen. Du musst auf der Aussage der Wissenschaftler vertrauen. Und so ist das auch, wir machen das auch nicht anders. Was ist, wenn ich dir sagen würde, dass ich mit meiner Ausbildung es tatsächlich schaffen würde, zu beweisen, dass der kleine 5-jährige oder 2-jährige Peter die gleiche Person ist, die ich es jetzt bin? Dann komme ich, habe keine Ausbildung, will ich, dass du mir nachweist, dass meine Mutter ist, du machst den genetischen und ich bin gezwungen, sage ich mal so, auf deine Aussagen Vertrauen zu legen. Okay, ja. Die Frage ist, was will ich damit sagen? Durch rationale,
durch Rationalität ist nicht der einzige Zugang. Durch Rationalität, durch Zeugenaussage kommen wir zu einem Schöpfer. Das ist das, was ich sagen will. Okay, da sind wir jetzt, springen jetzt ganz viel. Aber ganz ehrlich, wissenschaftlich gesehen, also du würdest sagen, wenn ich dir 99,9% der Beweise darlege, wissenschaftlich belegt und es dir auch nicht nur wissenschaftlich mit Studien erkläre, sondern dir es auch anschaulich erkläre, dass jetzt zum Beispiel deine Mutter ist. Würdest du sagen, dass die 99,9% nicht ausreichen, daran zu glauben, dass diese Person, die du selber glaubst, dass es deine Mutter ist, auch tatsächlich deine Mutter ist, sondern du brauchst nochmal diese Tatsache, dass es den Schöpfer gibt, dass deine Mutter auch deine Mutter ist? Nee, ich meine ja, also, weil du meinst, ich wollte du nur ja gerade, den Vergleich stellen, weil wir machen ja nicht anders. Weil wenn ich sage, dass es einen Gott gibt, dafür rationale Beweise gibt, dass es auch Zeugenaussagen gibt, und dann sagt man, ja, aber das ist nicht, das ist nur Glaube, das ist nicht Wissenschaft. Und dann, aber Wissenschaft ist am Ende auch Glaube, dass es, weil Wissenschaft erklärt die Wie-Frage, wie passiert ein Blitz, aber Wissenschaft kann nicht erklären, warum. Aber dann müsstest du ja sagen, Glaube erklärt die Warum-Frage. Die Wie-Frage ist ja, die Wie-Frage ist ja relativ schnell erklärt, weil das Wissenschaft ist Wissenschaft. Und die Warum-Frage ist sehr oft. Und deswegen sage ich, wir Christen sollen auch wissenschaftlich arbeiten, weil Wissenschaft erklärt die Wir-Frage, aber erklärt nicht die Warum-Frage, weil Wissenschaft sich nicht mit die Frage beschäftigt, mit Warum. Theologie und die Philosophie sind der Meister dafür, der sich beschäftigt. Weil Wissenschaft kann nicht erklären, warum die Welt gibt. Also tatsächlich muss ich sagen, also zu dem Thema, ne, Wie-Frage ist vollkommen in Ordnung. Ne? Also die Wie-Frage schafft die Wissenschaft zu erklären. Die Warum-Frage schafft die Wissenschaft auch zum Beispiel sehr, sehr, sehr oft zu erklären, tatsächlich. Warum entstehen Blitze? Wie entstehen Blitze, kann man sagen. Warum entstehen Blitze? Natürlich. Ehrlich, okay. Du hast Verschiebungen, man hat Hochdruckgebiete, man hat Tiefdruckgebiete, du hast Gebiete, Höhen von unterschiedlichen Luftfeuchtigkeiten, man hat statische Entladungen, man hat Elektronen, die sich aneinander reiben. Es ist wie, es ist nicht warum. Warum donnert ein Blitz runter? Man hat verschiedene elektromagnetische Felde. Aber der Grund, warum, das kann die Wissenschaft nicht beantworten. Also zum Beispiel, ein kleines Kind spielt und fällt in eine Grube, wenn ich den Wissenschaftler frage, was ist da passiert? Er sagt Gravitation. Er erklärt nur die Wie, aber nicht erklärt, warum das Kind reingefallen ist. Das kann die Wissenschaft nicht erklären. Also ehrlicherweise. Deswegen brauchen wir beides. Ja, aber ehrlicherweise muss ich sagen, also im allgemeinen Kontext jetzt zu vergleichen, die Existenz Gottes. Warum gibt es Gott? Gibt es einen Gott? Zu vergleichen mit, wir brauchen jemanden, der erklärt, warum ein kleines Kind in eine Grube fällt. Es ist ein schwieriger Vergleich, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich meine ja diesen Vergleich, wenn wir die Wissenschaft, wie du gesagt hast, konsequent einwenden, dann können wir die Warum-Frage nicht wissen. Wir können auch nicht Moral mit Wissenschaft erklären. Okay, da gebe ich dir vielleicht ein anderes Beispiel. Ja. Aus einer medizinischen Perspektive. Mhm. Es gibt Krebs. Man weiß oft, wie Krebs entsteht. Man weiß in sehr vielen Quellen, in sehr vielen Fällen, warum Krebs entsteht. Vor allem, wie er entsteht. Das ist Leid. Man weiß auch, warum er entsteht. Es gibt gewisse Aberrationen. Es gibt gewisse Aberrationen. Letztendlich der Grund dahinter, warum. Okay, man kann zum Beispiel sagen, Lungenkrebs. Ne, Lungenkrebs weiß man einfach, 90% aller Lungenkarzinome entstehen, weil Personen rauchen. Das weiß man. Es ist nachgewiesen, es ist eine wissenschaftliche Studie, man vergleicht Studien, man hat Leute sich angeschaut. Die Leute, die nicht rauchen, die Leute, die rauchen. Mensch, guck mal, es entsteht Krebs. Okay, man hat vielleicht 10% derer, die... Das ist immer für mich wie. Pass mal auf. Und 90% derer, die Lungenkrebs bekommen, kann man durch Rauchen erklären. 10% nicht. Die bekommen das einfach so. Da gibt es keinen Warum. Die kriegen das einfach. Das ist Pech. Krebs wäre Leid. Das ist ein Leid. Genau. Natürlich. Und diese Leidfrage kann immer noch nicht die Wissenschaft erklären, sondern die Wie. Wie passiert Leid, das Krebs? Muss man es erklären? Okay, die Frage ist... Kann es nicht einfach, es tut mir leid, es zu sagen, aber es ist nicht einfach Pech. Es ist nicht einfach eine Frage von Statistik, dass es trifft halt von diesen 90% derer, die Lungenkrebs bekommen, zum Beispiel, weil sie Raucherinnen sind,
die kriegen das halt, obwohl sie nicht rauchen. Es gibt aber Leute, die leben gesund, die machen nichts, sie machen Sport, die rauchen nicht, die trinken nicht, sie kriegen trotzdem eine Krebsform. Genau, ja. Die Wissenschaft hat wahrscheinlich nicht rausgefunden, wie das passiert. Zum Beispiel, so weit sind die 90% gekommen. Aber die Warum-Frage, warum Krebs überhaupt gibt, das können die nicht erklären. Diese Leid, warum, das meine ich ja. Und das kann die Theologie und die Philosophie erklären. Deswegen ist die Theologie und die Philosophie das Meister von Naturwissenschaft und Physik und so weiter. Ist das dann schließlich das Argument? Weil dann würde ich sagen, warum kriegt ein 12-monatig altes Kind ein heftiges Karzinom im Auge, einen heftigen Krebs im Auge, eine Retinoblastom zum Beispiel? Warum? Was hat dieses Kind getan? Das ist wahrscheinlich mal in eurer Perspektive als gläubige Christen. Also, das ist ein getauftes Kind, das hat nichts gemacht, das hat nicht geraucht. Wir glauben nicht an Kindertaufe. Wir glauben, dass ein Erwachsener selber sich entscheiden muss. So. Warum entwickelt zum Beispiel so ein Kind? Was ist der Hintergrund von Gott, was ist das Warum, dass ein Kind Krebs entwickelt? Wir reden nicht von einem 60-jährigen Raucher, der hier, weiß ich nicht, 40 Schachteln. Nein, ich weiß, ihr habt schon so lange geredet. Ich weiß, ich würde gerne das letzte Argument führen und dann. Nein, wir müssen jetzt echt mal los. Ja, das wird zwei Minuten. Also, aber das genau, das wenn wir darf ich eine Antwort wenn, geben? Nee, ich bin noch nicht fertig. Also, wenn es um diese Warum-Frage geht, warum bekommt ein Kind Krebs, das noch nicht auf dieser Welt großartig gelebt hat? Okay. Gib mir eine Erklärung dafür, dass es nicht einfach irgendwie statistisch wahrscheinlich absolut, ist, dass absolut. Einer von 100.000 Personen dir, was die Theologie bekommt. Und die Philosophie lernen. In der Philosophie war damals nie die Rede, weil Leid gibt, deswegen gibt es Gott nicht. Das wäre das Erste. Und Leidfrage könnte man unter zwei Kategorien teilen. Erstmal, dass der Mensch viel kaputt macht. Und es gibt Leid zum Beispiel wie das Krebs. Könnte man sagen, okay, da ist der Mensch nicht verantwortlich. Ein 12-jähriges Kind kriegt einfach Krebs. Dann fragt man, warum? Genau, einjähriges Kind, genau. Warum? Wir glauben tatsächlich, dass hinter jeder Leid ein Sinn dahinter steckt. Dass man durch Leid lernt und die Frage ist, ob das Kind oder die Eltern und so weiter, das muss man halt für sich dann entscheiden. Und wir können Leid nicht Gott vorwerfen, was für ein Gott, der Leid an einem Kind zulässt. Warum? Weil die christliche Theologie sagt, dass Gott selber in Jesus Christus Mensch wurde und dieser Gott selber Leid erlebt hat und dieser Gott den Leid durchgemacht hat, der Sinn war, damit wir Erlösung haben. Verstehst du, was ich meine? Also schon, oder? Es geht, weil warum muss dieses eine Kind, das ungefähr seit 12 Wochen auf der Welt ist, einen richtig üblen, aggressiven Krebs im Auge erleben, wovon es wahrscheinlich, wenn es nicht das Auge rausgenommen bekommt, stirbt? Weil was hat das mit der Lösung zu tun? Was hat damit zu tun, dass... Leid erklären. Nein, ja, ich verstehe, was der Sinn hinter Leid ist. So, aber ich verstehe halt nicht, was langfristig Gottes Sinn davon ist, junge Menschen, junge Christen, oder auch andere Religionen, was da der Sinn dahinter ist, dass die davon, dass die da leiden. Wenn ich das sehe, was mit dem Beruf zu tun habe, ist das, was ich täglich sehe, nichts, was ich regelmäßig Leid bekommen habe. Okay. Können wir reden? Das wäre sehr nett, wir filmen gerade. Okay. Welche technisch haben wir noch eine Frage an dich? Wer hat das Gewicht erfunden?